Freddy, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wer du warst, habe ich gelesen. Zunächst Feldspieler. Ich habe als Mittelfeldspieler angefangen. Absoluter Zufall, dass ich irgendwann dann mal ins Tor geraten bin, weil wir im Kreispokalfinale standen, wie gesagt, mit meinem Heimatverein beim FV Wiel. Und da hat sich der Torwart verletzt, ausgerechnet in dem Spiel, in der Nachspielzeit mit allem drum und dran. Also eigentlich das, was ein Pokalspiel ausmacht. Und ja, und dann musste halt der Größte ins Tor. Und da ich schon immer relativ groß war, habe ich mich ins Tor gestellt und hatte dann Glück, weil beim Elfmeterschießen ist das für mich Glück, dass ich ein paar Elfmeter gehalten habe. Und durch Zufall war dann jemand von der Sichtung da aus dem Kreis Berg damals. Und irgendwann habe ich dann eine Einladung bekommen, habe mich schon gefreut, dass ich jetzt als Feldspieler eingeladen werde. Aber dann stand leider darunter, ja, bitte Torwarthandschuhe mitbringen. Dann habe ich da erstmal angerufen und gefragt, ob die das ernst meinen. Ja, und so hat sich das ergeben. Dann langsam. Du sagst leider, du hast halt eher als Feldspieler so eine Karriere angestrebt. Ja, also das war ja schon so. Also WM 98 war kurz vorher mit allem drum und dran. Und da hat man dann schon gedacht, ja, wäre schon geil, wenn man da als Feldspieler, ist natürlich schön, Tore zu schießen. Ich war immer offensiver Mittelfeldspieler und das war schon ein schönes Gefühl. Aber ich möchte es nicht missen, dass es jetzt so gelaufen ist. Das hat ja sogar, natürlich ist auch gut gelaufen, denn es hat ja sogar zu einem Sichtungslehrgang des DFB dann geführt. Ja, genau. Da kann man, also wenn du sagst, du kommst aus dem Feld quasi, ne, ins Tor, heutzutage so der moderne Torwart, dem kommt das ja entgegen dann, ne? Ja, absolut. Also ich glaube, ab da hat es langsam angefangen. Also da gab es dann dieses Projekt 2006 für die eigene WM, weil Deutschland ja schlecht abgeschnitten hatten und da war ich dann auch mit dabei. Es war auf jeden Fall zum Vorteil, dass ich Feldspieler war, dass ich fußballerisch ein bisschen was kann und ging dann alles relativ schnell, auch mit dem nächsten Verein, dann mit meinem Wechsel und halt auch mit dem, wie du sagst, mit dem DFB-Lehrgang. Ja, es lief alles dann ganz rund eigentlich. Kann man so sagen, ne? Der nächste Verein war dann Gladbach. Was war ausschlaggebend für den Wechsel damals? Ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass ich zeitgleich dann beim 1. FC Köln als Torwart mittrainiert habe. Also ich habe ein halbes Jahr als Torwart bei Köln mittrainiert, weil die halt dann auch über einen Lehrgang aufmerksam geworden sind. Bin dann nach Köln gegangen für 3 Jahre. Mhm. Und ja, dann war die Perspektive in Köln einfach nicht mehr so da, weil Ron-Robert Zieler ist ein Jahr jünger als ich und mir wurde dann gesagt, dass er halt aufgebaut wird und dass er spielen wird und das habe ich akzeptiert, habe gesagt, okay, dann möchte ich aber gerne einen neuen Verein mir suchen. Und dann haben die gesagt, okay, wir legen dir keine Steine in den Weg, weil damals war das ja auch schon mit Verträgen, mit allem drum und dran, also wie man das jetzt schon kennt, auch wenn das auch nicht so gut ist, aber ist ja ein anderes Thema. Und habe dann Probetraining beim Uwe Kamps gemacht, reines Torwarttraining. Ja, und Uwe hat dann gesagt, dass ich dann ein bisschen was drauf habe und der wollte mich unbedingt holen. Das ist ja auch ein Name, Uwe Kamps, ne? Auf jeden Fall. Genauso wie auch der FC oder auch Gladbach. Was macht das? Ich glaube 16, wenn ich richtig informiert bin, warst du damals. Was macht das mit einem 16-Jährigen, wenn so zwei Vereine um einen buhlen von der Größenordnung? Ja, das Gute ist, ich bin von zu Hause aus sehr, sehr bodenständig in dem Sinne erzogen worden. Mein Papa, meine Mama haben mich immer gefahren, also meistens mein Dad zu den Spielen, meine Mutter jeden Tag zum Training nach Köln von Gummersbach aus oder dann auch nach Gladbach. Ich glaube, ich konnte das gut einordnen, das ist natürlich was Besonderes, wenn man dann auch noch ein Vertragsangebot vorliegen hat über ein paar Jahre von Gladbach. Man weiß in dem Alter schon, dass die Rivalität da ist, auch wegen dem Verein, da macht man sich auch Gedanken drüber, aber das war im Endeffekt dann egal. Man war einfach nur stolz. Ich war stolz drauf, dass Gladbach mich unbedingt haben wollte. Gerade wie du sagst, Uwe Kamps. Also das ist natürlich ein Name. Und da war ich sehr stolz. Und das führte im Endeffekt dazu, dass du die Chance bekommen hast, Profi zu werden in Gladbach. Ja, es gab aber auch ziemlich große Konkurrenz da. Ja, also in Gladbach war es dann so, ich habe das erste Jahr B-Jung gespielt, ältere Jahrgang B-Jung bei Horst Wohlers, der dann später Amateurtrainer wurde. Also da hatte ich generell ein bisschen Glück auch, was man im Fußball braucht. Dann ab A-Jugend habe ich schon bei den Profis mittrainiert, da hat Uwe mich schon hochgezogen. Klar war die Konkurrenz da, die war auch groß und auch namenhaft mit Casey Keller, mit Christopher Heimer und mit allem drum und dran. Ja, und dann hat es dann irgendwann mal durch Zufall, durch Glück halt für das eine Bundesligaspiel gereicht. Wo wir bei den Konkurrenten sind, da gab es auch den Marc-André ter Stegen. Ja. Gab sich daraus so die Laie nach Sandhausen, dass dann irgendwann gesagt hat, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen? Und, ja, da war Marc noch gar nicht so im Fokus. Ah, okay. Da war er noch gar nicht so im Fokus. Also dass die Ausleihe nach Sandhausen ist im Winter, weiß ich gar nicht, 2009, glaube ich,
angedacht worden. Und da habe ich meinen Vertrag verlängert nochmal in Gladbach, weil ich da jetzt schon dann 3 Jahre lang in der U23 gespielt habe. Und dann wurde auch gesagt, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Und dann habe ich meinen Vertrag verlängert, habe dann die Ausleihe nach Sandhausen gemacht, die dann halt ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Ja, und so wie Fußball dann seine Geschichten schreibt, genau in dem Jahr war dann halt auf der Torhüterposition, ja, wie soll ich sagen, ein, zwei Fauxpas von allen Beteiligten, die dann gespielt haben. Und so hat Marc dann seine Chance bekommen, aus dem Nichts dann mehr oder weniger. Und das hat er halt sensationell gemacht dann, muss man einfach so sagen. Ja, du hast es eben kurz angesprochen, in Sandhausen, das verlief nicht ganz so glücklich. Du bist dann, glaube ich, wieder zurück nach Gladbach gekommen. Ne? Genau. Ist das scheint ja so in deiner Bio so das erste Mal zu sein, vermeintlich, wo es so einen leichten Rückschlag gibt. Weil es ja sonst immer bergauf gegangen ist. Du hast dich verbessert, du hast durch Leistungen auf dich aufmerksam gemacht. Und dann sowas in Sandhausen. Was war da los? Also so mit dir dann, was hat das gemacht? Ja, fußballerisch, sportlich gesehen war es natürlich ein Jahr, was wir uns ganz anders vorgestellt haben. Also da waren Größen dabei, wie ein Frank Löning, Sretoristisch, Roberto Pinto. Also das waren schon Namen, wo man sagt, wow. Und wir haben uns das Jahr, ich wurde geholt als klare Nummer 1, als Torwart, der auch spielt, der sich weiterentwickeln soll, so wie es eigentlich sein sollte. Und wir waren klarer Aufstiegsfavorit. Ich glaube, von den 20 Trainern haben wir uns 18 genannt, dass wir aufsteigen sollen. Ja, und das ging dann vollkommen nach hinten los. Und wir haben schlecht gespielt, viele Spiele verloren auch. Ich hatte auch eine Verletzung, aber habe trotzdem noch gespielt. Aber dann kam halt ein Trainerwechsel. Und irgendwann wurde mir dann gesagt, dass die halt auf einen Älteren im Abstiegskampf bauen wollen. Das war dann Daniel Ischtonat, mein Torwarttrainer eigentlich. Und das wurde mir kurz nach der Winterpause gesagt, obwohl eigentlich vorher angefragt worden ist schon bei Max Eberl, ob Sandhausen mich verpflichten könnte und alles drum und dran, weil ich eigentlich keine schlechte Hinserie gespielt habe. Aber im Endeffekt hat dann Daniel Ischtonat gespielt und das ist dann halt schon ein halbes Jahr, wo man auf der Bank sitzt, wo man denkt, was hat man falsch gemacht, das ist dann nicht so einfach. Aber ich glaube, wie du sagst, sowas prägt jemanden auch, das prägt einen und das bringt einen auch weiter. Definitiv auf irgendeine Art und Weise lernt man aus allen Sachen, ob die gut oder schlecht sind. Du hast es kurz angesprochen, Babelsberg. Ja. War, glaube ich, auch eine relativ kurze Episode, ne? Oder wie war das? Ja, leider. Also gut, was heißt leider? Also, ansonsten wäre ich jetzt nicht hier wahrscheinlich. Genau, genau. So spielt halt Fußball, das ist das Fußballerleben. Nach Sandhausen ging es zurück nach Gladbach. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Marc hat sich in der Zeit durchgesetzt und da war dann keine Chance mehr, muss man auch knallhart sagen, weil Marc einfach der bessere Torwart ist, muss man einfach so sagen. Das kann ich auch neidlos anerkennen. Und dann hieß es ja, neue Aufgabe, was mache ich jetzt? So, ich habe ein halbes Jahr in Sandhausen verloren, ganz klar. Auch in der Rückrunde auf der Bank gesessen. Man war aus dem Fokus wieder raus, wo man eigentlich im Winter erstmal richtig drin war. Und dann habe ich das Jahr bei den Profis und bei den Amateuren in Gladbach trainiert. Was ich auch noch sehr genossen habe, weil das ist einfach ein, auch wenn das viele Aachen-Fans nicht hören wollen, aber es ist ein super Verein und Da bin ich groß geworden mit Uwe Kamps als mein Ziehvater in dem Sinne und Sven Demand bei den Amateuren, das ist ein super Trainer, der einen auch trotz der Zeit, die schwierig war, weitergebracht hat. Und von da aus ging es dann nach Babelsberg durch meinen alten Trainer Uli Sude. Schöne Grüße, Uli, wenn du das hörst. Leider nur ein Jahr, weil wir abgestiegen sind und dann ist mein Vertrag automatisch aufgelöst worden, weil ich nicht in die Regionalliga gehen wollte da. Ja, das war ein kurzes Intermezzo. Man hört ja immer wieder, Talent ist lange nicht alles, da müssen noch ganz andere Sachen mitspielen. Wie viel Zufall ist denn wirklich dabei in so einer Karriere, in so einer Fußballerkarriere? Schon viel, muss man sagen. Also natürlich muss Talent da sein, auch der Wille muss da sein, aber man muss auch einfach mal im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Beste Beispiel ist einfach für mich Dennis Dovidat, der jetzt bei uns spielt. Das ist ein begnadeter Zocker in der Jugend, der hat jeden Spieler auseinandergenommen. Also er ist wirklich eine Granate gewesen. Warum Sprung zu den Profis? Was passiert? Er verletzt sich. Fährt dann zu der Weltmeisterschaft hin mit der U17, wird da in die beste Elf der Mannschaft gewählt, ist wieder bei den Profis dabei, verletzt sich. Das sind halt so Sachen. Man darf sich in der richtigen Situation, wenn man da ist, nicht verletzen. Und man muss einfach in der richtigen Situation einfach da sein. Da, wie du sagst, gehört schon ein Ticken Glück dazu, aber man muss auch knallhart sagen, Talent gehört dazu. Also Marc-André ter Stegen zum Beispiel wäre über kurz oder lang so oder so irgendwo Bundesligaspieler geworden. Und wie viel Charakterstärke gehört dazu?
Schon viel, weil es gibt viele, viele junge Spieler in Deutschland, die sich durchsetzen wollen. Mhm. Und man muss auch auf vieles verzichten. Man sagt immer, ja, Fußballer ist ein schönes Leben. Absolut, ich möchte das auch nicht missen. Ich möchte auch nicht von morgens bis abends im Büro sitzen. Das ist halt nicht mein Ding. Das habe ich von vornherein, ich wollte das so machen. Aber man muss auch sagen, in der Jugend, Ferien hatten wir nie richtig. Wir konnten nie richtig wegfahren mit der Familie. Wir mussten auf vieles verzichten. Wochenende hatten wir kaum, weil wir immer unterwegs waren. Wir hatten Spiele, wir konnten nicht feiern gehen. Was man als junger Spieler auch macht. Also man muss auf vieles verzichten, viel Willensstärke haben. Aber wenn man ein Ziel hat, dann geht das auch schon leicht. Du hast Gott sei Dank durchgehalten und gut für uns, denn du bist hier gelandet, ja, in der Alemannia. Wie ist denn das gekommen? Ja, wie du das sagst, schon mit Durchhalten. Also ich war auch am Punkt gelangt nach Sandhausen, dann das Jahr in Gladbach, wo es nicht mehr weiterging, ob ich überlegt habe, ja, was machst du jetzt? Nach Babelsberg noch mal extremer. Also das ist wieder das Fußballgeschäft, wie du halt eben gesagt hast, mit Glück. Mhm. Ich habe ein gutes Jahr in Babelsberg gespielt, obwohl wir abgestiegen sind. Also wir hatten wenig Gegentore bekommen, unsere Abwehr war auch gut. Aber es klebt einfach an einem, dass man abgestiegen ist. Mhm. Und das ist wie so ein Print auf die Stirn, dass da steht Absteiger. Und als Absteiger wird man nicht so leicht genommen. Viele, viele junge Spieler, das sage ich auch in der Mannschaft, denken, dass es immer einfach ist, im Fußball unterzukommen. Aber das ist nicht einfach. Mhm. Und für mich war klar, dass ich eigentlich nicht mehr in die Regionalliga gehe, wenn ich jetzt nichts Höheres hätte bekommen können. Hätte ich vielleicht sogar aufgehört mit Fußball oder wäre nochmal ins Ausland gegangen mit allem drum und dran. Aber dann kam halt der Anruf von Alemannia Aachen und ob da jetzt Alemannia Aachen in der zweiten Liga spielt oder in der Oberliga, da hat der Name Alemannia Aachen gereicht und habe mir das dann angehört und dann war für mich ziemlich schnell klar, weil auch die anderen Sachen sich zerschlagen haben, beziehungsweise ich hatte auch Angebote aus der dritten Liga, ich hatte sogar ein Angebot aus der zweiten Liga. Das Zweitliga-Angebot hat sich dann zerschlagen, aber aus der dritten Liga lagen immer noch zwei Angebote vor, aber ich habe mich für Aachen effektiv entschieden, weil das einfach Alemannia Aachen ist. Mhm. Ja. Schön zu hören. Ja, ist einfach Fakt. Aber du bist, glaube ich, auch von Anfang an ziemlich gut aufgenommen worden und auch ziemlich gut angekommen. Also ziemlich schnell hier bei der Alemannia angekommen, wie man so sagt. Ne? Man hatte irgendwie immer das Gefühl, dass du dich direkt wohlgefühlt hast. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich habe, glaube ich, 100, 120 Regionalligaspiele für Gladbach gemacht, vor 300 Zuschauern. Es ist schön, für Gladbach gespielt zu haben, aber wenn man hier in Tivoli reinkommt, man kennt die Vergangenheit, das ist einfach ein Verein. Davon gibt es wenige in Deutschland. Also ich sage auch mal, da spielen sogar 2, 3 Bundesligisten, die halt nicht so eine Tradition haben und nicht so ein Fanpotenzial haben. Und das ist einfach schön, vor der Kurve zu spielen. Und das habe ich von vornherein gesagt, dass mir das wichtig ist. Mhm. Weil ich bin, wie du sagst, auch jemand, der das auch braucht. Also ich brauche auch die Fannähe, weil ich glaube einfach, dass dieser Verein ohne die Fans sowieso effektiv nicht mehr existieren würde, alleine wegen der Vergangenheit. Aber ich glaube auch, dass der Verein niemals so hochgekommen wäre, wie er damals war, ohne die Fans. Mhm. Und da brauchen wir wirklich jeden Zuschauer, wenn wir irgendwo was nochmal erreichen wollen. Mhm. Diese Nähe zu den Fans, gerade hier in Aachen, ist das für dich eine Typfrage oder gehört das für dich bei so einem Verein wie hier Alemannia Aachen dazu? Eine Typfrage auf jeden Fall, ob man das machen kann, also ob man auf die Fans zugehen kann. Da muss man halt ja, ein Typ für sein. Also wir haben auch welche in der Mannschaft, die das einfach nicht können, die sich einfach nicht wohlfühlen, wenn man auf Menschen zugeht. Aber das ist einfach menschlich. Aber ich glaube, an sich sollte man schon, wenn man im Verein spielt, Alemannia Aachen, wissen, was wichtig ist, was die Tugenden sind. Das sagt uns Rainer Plass-Henrich auch immer, der das jahrelang selber miterleben durfte, die glorreichen Zeiten. Da gehören auch die Fans einfach effektiv dazu und das nicht nur wenig, sondern zum Großteil. Und da muss man schon als Typ, wie ich das jetzt mache, da haben wir auch noch 2, 3 andere, die das auch so machen können. Aber man muss das schon in sich haben, ob man jetzt auf Mallorca mit jemandem Bier trinken gehen kann oder auch mal hier in der Stadt. Da muss man schon ein Typ für sein. Ja. Manche mögen das nicht, manche mögen es, ich mag es. Diese Nahbarkeit, die birgt natürlich auch Gefahren. Also da werden natürlich auch Grenzen überschritten. Es gab ja gerade bei dir dann ein Beispiel, müssen wir auch gar nicht mehr groß thematisieren, diese Ohrfeige aus dem Fanblock quasi. Hat das was an deiner Einstellung geändert zu der ganzen Geschichte? Nein, gar nicht, weil was danach auf mich eingeprasselt ist, ich habe ja so eine Facebook-Seite, gerade für die Fans von Alemannia Aachen, also das hat mich einfach nur darin bestärkt,
den Weg weiterzugehen. Also der junge Mann, der das halt gemacht hat, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das, was, wie gesagt, was danach auf mich eingeprasselt ist, das war einfach wunderbar. Also die vielen Zuschriften, vielen Postings, vielen Nachrichten, das war schon schön und das hat mich einfach daran bestärkt, dass dieser Weg richtig ist, weil gerade in der schweren Zeit brauchten wir die Fans und die Fans waren auch immer da und die haben uns auch da rausgeholt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist gut, dass es passiert ist, aber das ist... Ich glaube, da hat man mal gesehen, dass es irgendwo reicht. Mhm. Also ich habe damals gesagt, ich lasse mich beschimpfen, das gehört dazu, auch wenn ich das nicht gut finde. Mhm. Aber das ist nun mal effektiv so im Fußball. Das ist eine teilweise vulgäre Sprache. Aber irgendwo, wenn es körperlich wird, auch ob es jetzt Fans untereinander sind oder halt Fans zu Spielern, gerade eigene Fans zu eigenen Spielern, ja, da brauchen wir über keine Grenze mehr reden, weil die ist dann gesprengt worden. Also das ist effektiv so und ich hoffe, dass sowas nie mehr vorkommt. Mhm. Was, Arne Zeigler hatte ich dann irgendwie selber eingeladen, warst am Telefon, ich habe den Ausschnitt gesehen und da sagtest du, ich habe mich sogar bespucken lassen, auch das geht noch. Bis zum ja, das ist halt, wenn man zum Beispiel in Essen spielt, da wird man bespuckt mit allem drum und dran, da wird man auch beleidigt. Nur halt, wenn man das von eigenen Fans erfährt, ist das eigentlich traurig. Also ich war danach eigentlich viel mehr geschockt und traurig als irgendwie wütend. Sondern ich war einfach nur traurig, dass sowas passieren kann, dass eigene Fans auf eigene Spieler losgehen. Du sprachst gerade schon an schwere Zeiten, damals lief es spielerisch auch nicht so gut. Was über allem so schwebte, war ja die Insolvenz. Und das war auch ganz lange der Fall. Du hast die Auswirkungen ja auch noch voll mitbekommen quasi auf den Verein, auf die Mannschaft ist die Frage. Wie wirkt sich dieser Druck auf dem Platz dann aus? Wirklich? Also effektiv am Anfang... muss man knallhart sagen, die ersten 3 Wochen sehr, weil wir haben hier einen Vertrag unterschrieben, wo wir noch nicht mal wussten, ob er gültig ist. Mhm. Weil da war ja mit dem Köln-Prozess, mit allem drum und dran, hing ja viel, viel zusammen, ob überhaupt die Saison gestartet werden kann. Die Spieler, die hier einen Vertrag unterschrieben haben, direkt am Anfang sind ein extremes Risiko eingegangen, weil man nicht wusste, ob die Saison startet, wie gesagt. Aber der Druck dann an sich, wenn es im Testspiel losging gegen Schalke oder so, da denkt man nicht an Insolvenz. Also da ist man froh, dass man Aachen spielt, weil man muss auch knallhart sagen, ich glaube, keiner von uns wäre jetzt gerade hier, wenn Aachen nicht insolvent gegangen wäre. Also das haben wir letztes Jahr auch oft gesagt mit Peter Hackenberg in der Kabine, den jungen Spielern, dass die das als Geschenk annehmen sollen eigentlich. Auch so schlimm es klingt, also ist ja natürlich ganz schlimm mit der Insolvenz, aber für die selber, dass sie das annehmen sollen, weil man klar werden muss im Kopf, dass man als Spieler nicht hier spielen würde, wenn Alemannia Aachen in der zweiten Liga noch spielen würde. So realitätsnah muss man sein, das muss man auch erkennen können. Und ich glaube, das haben alle, die jetzt hier sind, vielleicht ein Tim Jerrad würde hier noch spielen, Aim de Mai. Vielleicht haben sich auch jetzt 2, 3 Leute qualifiziert, durch Leistungen auch höher für Alemannia wieder spielen zu dürfen. Aber effektiv in der jüngeren Vergangenheit wäre es nicht realistisch gewesen, die Spieler letztes Jahr vor allem, dass die dann am Tivoli spielen würden, wenn Aachen höher spielen würde. Und das war wichtig für die Jungs und die sollten von Anfang an alles aus dem Kopf rauskriegen. Und das haben die aber auch gut geschafft. Also ich bin auch ganz ehrlich, wenn man auf dem Trainingsplatz ist, denkt man jetzt nicht dran, ist Aachen jetzt pleite oder nicht, sondern da macht man seinen Job. Hofft natürlich, gerade wenn in den Medien viel geschrieben worden ist, was Unruhe gebracht hat. Das war sehr schade, aber auch da steht man drüber. Das ist schön zu hören. Ja. Vor allem, weil du auch eben sagtest, als es darum ging, mit einem neuen Verein, dass du an der Schwelle standst, sogar aufzuhören oder ins Ausland zu gehen. Und dann ruft Aachen an, musstest du nicht lange überlegen. Und gibt es so in der Mannschaft, so die Älteren, wie du es gerade angesprochen hast, die vermitteln das so ein bisschen den Jüngeren? Wie schwer wiegt der Name Alemannia Aachen tatsächlich dann? Ja, beste Beispiel ist die Verpflichtung von Tim Jerrad. Also, ich glaube, da haben sich viele, viele Drittligisten und Zweitligisten sehr geärgert, dass Tim diesen Schritt gemacht hat. Tim Jerrad ist ein erfahrener Spieler, der hat hochgespielt, der hat zig Zweit-Drittligaspiele. Und ich glaube nicht, dass Tim Jerrad wegen Geld zu Alemannia Aachen gekommen ist, sondern alleine wegen Alemannia Aachen, wegen den Fans, wegen dem Umfeld, wegen den Möglichkeiten. Und ich glaube, daran sieht man, wie dolle der Name noch zieht. Das haben wir auch mit Markus Hoffmann beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das klingt alles so nach einem gewissen, trotz dieser schlechten Zeiten in jüngster Vergangenheit, nach einem neuen Selbstbewusstsein, ja vielleicht schon übertrieben, aber nach einem neuen Selbstverständnis bei Alemannia Aachen. Zum Beispiel wirkt die Mannschaft deutlich gefestigter.
das ganze Umfeld wirkt irgendwie gefestigter und selbstbewusster. Wie kommt das aus deiner persönlichen Sicht? Also ist das nur rein sportlich begründet, dass es im Moment eigentlich sehr gut läuft? Oder? Ja, ich denke, das ist witzig, dass du es gerade ansprichst wegen Hoffi. Der saß ja schon hier und Hoffi hat natürlich wieder mal ein blendendes Interview gegeben. Markus, einfach grandios. Nein, aber ich denke, der Umbruch ganz im Ernst kam mit Markus Hoffmann, muss man einfach so sagen. Wir hatten vorher schon teilweise gute Spiele gemacht letzte Saison, aber dann kam plötzlich der Hoffi aus dem Nichts gegen Ferl. Ein brutal wichtiges Spiel, was wir da gewonnen haben, weil danach wären wir wieder unten drin gewesen. Ich glaube, das war wirklich ein Knackpunkt, ein riesengroßer Knackpunkt, das Spiel in Ferl, das haben wir gewonnen. Hoffi war plötzlich da, wir haben Stabilität bekommen und der Trainer konnte mal endlich nach der Saison, die wir gut abgeschlossen haben, in Ruhe arbeiten. Wir hatten ein Gerüst, was gestanden hat. Wir konnten Spieler dazu pflichten, die eingeschlagen sind jetzt. Ich glaube, diese Ruhe, wo die Trainer mit arbeiten konnten und wir arbeiten konnten mit dieser Ruhe, lässt auch ein bisschen reflektiert aufs Umfeld ein bisschen aus. Und das in allgemeinen mit natürlich guten Leistungen, die wir auch abgeliefert haben. Also ich spreche auch dafür ganz ehrlich, oder ich sage auch ganz ehrlich, wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren die Saison, mit Testspielen gegen 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Ich glaube, das spricht auch ein bisschen dafür, dass Ruhe einkehrt. Mhm. Und die Ruhe müssen wir jetzt noch ins Positive umwandeln, dass es wieder unruhiger wird, aber in dem Sinne unruhiger mit einem geilen Gefühl. Also nicht unruhiger negativ, sondern unruhiger, da könnte ja was wirklich jetzt entstehen und da wollen wir hin. Mhm. Gutes Beispiel war jetzt das Pokalspiel. Ne? Also, ja. Ich glaube, 70 Minuten, über 70 Minuten mit 9 Mann. Ja. Am Ende gebracht und auch hochverdient gewonnen. Ja. Wie hast du das gesehen? Ja, ich habe schon mal im Interview gesagt, das zeigt einfach die Stärke der Truppe, die Moral der Truppe. Das ist eine geile Truppe. Da zähle ich auch die Fans dazu. Mhm. Die haben da Radau gemacht, die haben uns hochgepusht. Ohne die Fans hätten wir die 70 Minuten nicht durchgestanden. Mhm. Ganz einfach, weil das war so ein kleiner Platz und die haben die ganze Zeit Lärm gemacht. Peter Hankenberg hat in der Halbzeit was richtig, richtig Schönes gesagt, das uns motiviert hat. Das hat mich ein bisschen an Al Pacino an jedem verdammten Sonntag erinnert. Mhm. Wir waren im Kreis und er hat gesagt, Männer, stellt euch vor, wir gewinnen dieses Spiel jetzt hier. Wie geil das ist. Wir spielen, wir werden benachteiligt, wir spielen die ganze Zeit mit 2 Mann weniger. Mhm. Stellt euch das vor, flößt es euch ein und dann ziehen wir das. Und was passiert? Wir machen das 1-0, wir gewinnen das Spiel. Und das ist einfach nur geil für die Truppe. Mhm. Ja, und dann ausgerechnet scheint Dagestan, der das Tor dann macht. Ja, das ist aber wieder mal Fußball, ne? Wie er lebt und lebt. Also wir kriegen 2 rote Karten, verschießen 11 Meter und was passiert, scheint Dagestan bei seinem alten Verein macht das Tor. Und du holst dann noch Sekunden vor Schluss noch so ein Ding raus da mit der Parade. Da stimmt ja wieder alles, ne? Bei so einer, ja, ist halt auch schön, dass ich was dazu beitragen konnte, ne? Also vorher haben die Jungs ja 70 Minuten lang geackert. Also ich glaube, es ist noch keiner in seinem Leben so viel gerannt wie in diesem Spiel, weil es war ja nur hin und her. Und das ist natürlich auch schön, dass ich danach auch ein bisschen mitfeiern kann, weil ich auch ein bisschen was dazu beigetragen habe und nicht nur rumstand. Und weil die Jungs haben ja nichts zugelassen, muss man ja so sagen. Also die hatten ja die eine Chance und da muss man halt auch mal da sein. Ne? Wie ist das überhaupt als Torwart jetzt, wo du das sagst? Ne? Ich hatte da nichts zu tun oder konnte keinen Einfluss nehmen, aber es ist doch so, also du bist ja sehr laut, also was man so mitkriegt eigentlich. Ne? Du dirigierst ja auch und sprichst mit den Leuten. Wie sehr ist dein Einfluss da wirklich? Wie groß? Wie viel kann man da nehmen? Also ich glaube, auf meine Viererkette kann ich schon sehr viel Einfluss nehmen und auf meine beiden Sechser. Aber alles andere, das war es dann schon. Gerade wenn wir hier im Tivoli spielen, wenn die Kulisse da ist, dann geht es eigentlich nur um Nuancen. Dann sind es bei Standards, bin ich wichtig, weil ich da einteilen muss, dass alles stimmt. Viel Einfluss nehmen kann ich dann nur nach Situationen. Wenn zum Beispiel Hoffi einen Ball geil geklärt hat oder Peter, dass ich dir nochmal pushe. Oder wenn ein Fehler passiert ist, dass man aufbaut, so wie gegen Leverkusen, Tobi Mohr, der das super gemacht hat, oder Marvin Brauweiler, wo man gemerkt hat, dass die extrem nervös waren und denen dann irgendwie die Nervosität nehmen. Mit Loben, mit lockeren Sprüchen, mal ein bisschen rauslocken aus der Reserve. Und ich glaube, da kann ich schon Einfluss nehmen. Das sieht man, finde ich, in dieser Saison sehr häufig, dass ihr miteinander sprecht, dass viele auf dem Platz viele Gespräche stattfinden. Ist auch schon öfters unter Teamgeist in letzter Zeit angesprochen worden. Wie sieht das da aus, aus deiner Sicht? Also ich denke, so wie du das sagst. Also das spiegelt das schon wieder. Also die Moral und der gute Teamgeist in der Truppe. Wir hatten jetzt einen Sponsorenabend vorgestern, ja, und da wurde das auch angesprochen und da hat Eamon auch was Gutes gesagt. Ich glaube, es passt im Moment, dass man auch mal in der Kabine sehr witzig sein kann untereinander, aber es passt dann auch, wenn es auf dem Platz dann mal zur Sache geht und keiner nimmt das persönlich, sondern
wenn man jemanden anschreit, wenn ich jetzt jemanden anschreie, der sagt, okay, gut, ist so, eigene Belange nach hinten, Team nach vorne. Und ich glaube, das war die letzten Jahre nicht so, sondern da waren es zu viele Eigenbrötler. Und jetzt ist es eine Gemeinschaft. Und nur mit einer Gemeinschaft kann man was erreichen. Mhm. So wie wie Fortuna Köln letztes Jahr. Ja. Die waren spielerisch nicht gut, aber die haben überall als Einheit agiert. Mhm. Beste Beispiel war am Hallenturnier in Gummersbach. Da haben die Jungs gespielt, die nicht oft spielen, und alle anderen waren auf der Tribüne, und bei jedem Tor sind die ausgerastet. Und da saßen wir schon so und haben gesagt, boah, das ist schon eine Truppe. Mhm. Und nur als Truppe kann man was erreichen. Und so wie du das sagst, wir reden mehr miteinander, wir reden positiv miteinander, kacken uns aber auch mal an der richtigen Stelle, und das gehört dazu. Mhm. Ein paar Spiele sind jetzt gespielt. Wir haben eben schon mal kurz über die Mannschaft gesprochen und jetzt über Ziele. Was ist drin mit diesem Team tatsächlich? Ja. Schauen wir mal die nächsten drei Spiele. Ja. Klassische Antwort, also da kannst du nicht viel von mir erwarten. Nein, ich glaube, wir können was mit dem Team erreichen, aber trotzdem jetzt, wir spielen jetzt gegen Gladbach 2, das ist ein unheimlich schwerer Gegner, wir haben richtig was gut zu machen. Wir haben 5-0 verloren und 2-0 verloren, wir haben kein Tor gegen die geschossen, und gerade für mich und für den Dennis, oder für den Dennis und für mich ist das ein sehr emotionales Spiel, und die müssen wir einfach wegfegen. Von mir aus auch mit dem 1-0, mit dem Dreckigen, ist mir egal, Hauptsache wir gewinnen gegen die, und dann kommen zwei sehr schwere Spiele mit Schalke zu Hause und dann in Viktoria Köln. Mhm. Und danach kannst du mich dann nochmal fragen, wo die Reise vielleicht hingeht. Ja, das stimmt. Und dann ist da so ein Spiel wie gegen Krai dazwischen. Nochmal ganz kurz da. Ja. Wie sehr wurmt das tatsächlich? Die kriegen zwei Ecken und einer davon ist drin. Und ja. Es wurmt auf jeden Fall sehr, aber das ist jetzt abgehakt. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn man nochmal wochenlang danach hinterher trauert. Ja. Wir haben schwere Spiele vor der Brust. Wenn man an das Kreis spielt, wenn wir das jetzt nochmal durchgehen, dann haben die eine Chance, der macht den mit einem Traumtor rein. Also ich glaube, ein Ticken höher geht dann die Latte, ein Ticken tiefer kriege ich ihn. Das hat einfach gepasst. Mhm. Wir haben in dem Spiel vermissen lassen, dass wir Vollgas geben, dass wir effektiv auf das Tor drängen mit aller Macht. Ich glaube, danach haben wir das direkt wieder gezeigt, wie es besser geht. Und so ein Spiel wie Krai darf halt nur einmal in der Saison passieren, und jeder Verein hat so ein Spiel. Mhm. Und das Gute ist, dieses Jahr spielen wir unentschieden, letztes Jahr, sage ich, hätten wir das Spiel verloren. Mhm. Womit wir wieder bei der festeren Struktur in der Mannschaft, also beim gefestigten Team wären, richtig? Also ich sage auch, wie du sagst, gefestigt, was eigentlich scheiße ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber wir sind jetzt, glaube ich, in der Saison schon viermal in Rückstand geraten, haben das aber immer wieder aufgeholt. Mhm. Aber es kann auch nicht sein, dass wir immer hinterherlaufen, nur halt, wie du sagst, gefestigt. Ich glaube nicht, dass wir letztes Jahr auch nur einmal einen Rückstand aufgeholt haben. Jetzt gehen wir in Rückstand und wir zeigen eine Trotzreaktion. Ich glaube, das spricht auch für die Truppe. Das scheint auch immer direkt auf die Zuschauer überzusprechen, ja. Weil man nie das Gefühl hat, jetzt stecken sie den Kopf in den Sand und das war's jetzt. Man hat immer das Gefühl, es geht weiter. Ja. Und das merkt ihr wahrscheinlich auch dann vom Publikum. Dieses. Effektiv, also auf jeden Fall. Auch gegen Krai war das ja auch so. Mhm. Auch wenn die dann halt ein bisschen unzufrieden waren. Aber trotzdem, als wir das Tor gemacht haben, oder in vielen Spielen, wie du sagst, da kommt ein Funke und dann macht's Batsch und dann geben wir Vollgas. Und ich glaube einfach, dass die Fans so wichtig für uns sind, dass man hier zu Hause eine Macht werden kann. Mhm. Also dass Vereine wieder Angst haben und sagen, ja, wir spielen um Tivoli, scheiße. Mhm. Oder dass Zweitvertretungen sagen, fuck, wir müssen nach Aachen vor den Fans, vor der Mannschaft Angst haben, dass sie Angst haben. Und nicht, wie es jetzt teilweise ist, boah, geiles Stadion, geile Fans, sondern man muss wieder Angst haben, und da sind wir auf einem guten Weg.